Jawohl, sind wir drauf. Jo, läuft. Jawohl, einmal frei, sind wir drauf. Ja, servus und habe die Ehre. Ja, das Wetter ist besser heute. Einmal frei. Ja, wir haben schon eine Rettungsaktion gehabt. Habt ihr es gesehen? Haben wir ein kleines Anterl. Bei uns auch genannt ein kleines Antenzwiebel gerettet. Ja, warum? Ja, bei uns, wir haben zwei Weihern. Da brüten alljährlich, saisonal sozusagen, Anten, also Wildenten, Wildanten brüten da und die haben natürlich regelmäßig Junge und die haben jetzt ausgeflogen, jetzt erst fünf an der Zahl, also fünf ganz kleine und die haben halt total abenteuerlustig, ja, das ist unglaublich, ne? Das ist Wahnsinn, die schwimmen umeinander, die zischen umeinander wie ein Raketen. Die wollen halt alles erkunden. Ganz frisch, ganz jung, wollen alles erkunden. Wie ist das Ganze abgelaufen? Ja, wir haben zwei Weihern, wie gesagt, einen oberen Weiher und einen unteren Weiher und einen Überlauf mit einem Rohr. Und in den Überlauf ist ein so ein kleines reingekommen und durch den Sog nach unten hat es praktisch durchgezogen. Ich habe das Gott sei Dank gesehen, ganz zufällig, dass da irgendwie was nicht in Ordnung ist, weil die Alt, also die Mutter von den fünf Antenzwiebeln, die ist total verrückt. Jetzt schwimmen wir schon wieder, ich habe schon wieder gesehen, die Lumpen, der Vater ist auch dabei. ist total verrückt umeinander, Mutter, also die Alt. Und dann haben wir gesagt, komm, was nicht stimmen, habe ich durchgezahlt. Ja, da waren es bloß noch vier. Ja, Krümel, fünf. Ja, Herrschaft. Wo ist denn das fünfte? Dann habe ich gesehen, dass das irgendwie von dem Rohr, das ist aber ein KG-Rohr sozusagen, Bogen drauf, dass das alle weiter aus Wasser versucht, dass es Wasser kommt. Ja, dann haben wir gedacht, das gibt es ja gar nicht. Was ist denn da los? Dann bin ich runter. Und dann ist schon ist durchs KG-Rohr durch und unten hat es Wasser geschossen. Ne? In unten war ja eine. Alles ist wohl auf. Und, aber ich habe mir halt gedacht, ja, wenn du es da der Natur im freien Lauf lässt, dann war es im Prinzip fast verloren, weil da gibt es viel. Die auch so ein junges Anterl schon gern fressen. Ne? Oder das junge Anterl findet einfach nicht mehr zurück zu einer Mutter. Klar schreit Mutter, das ist eh klar. Aber man muss nicht herausfordern. Das ist meine Meinung dazu. Ne? So. Ja, ich habe das dann gefangen, habe mir gesehen, ne? Und habe es wieder in Oberweiher zurück und jetzt haben sie wieder alle übereinander. Spielen wir es wieder wunderbar umeinander. Ja, filmen kann man es leider nicht so gut, weil sobald es Tiger ist, schlagen sie Alarm und zischen ab. Sind halt Wildviecher. Ne? Das ist auch richtig so. Ne? Weil in der echten Natur, wenn wer Fremdes kommt, dann sollte man da vorlaufen. Ne? Das ist ja erklärt worden, das haben sie drin. Ne? Ne, das haben sie drin, das muss man ihnen nicht lernen, die schlüpfen raus, das müsst ihr euch so vorstellen, das müsst ihr euch so vorstellen, die schlüpfen raus, ne, die kommen aus dem Ohr raus und wissen sofort, jawohl, jawohl, wer ist fremd und wer ist meine Mutter und mein Vater, ist ja bei uns nicht anders, ne? Das erste, was wir machen, wir lachen unsere Mutter an, ja, klar, aber wir wissen nicht, dass das unsere Mutter ist, aber wir lachen so, das ist unglaublich, gell? Das ist drin. Das ist einprogrammiert sozusagen. Naja, kleine Geschichte, so zum Starten. Schauen wir mal, was wir da hinten noch denen. Ja, einiges vor. Und ganz was Besonderes habe ich noch, ja. Ganz was Besonderes habe ich hinten. Aber das schauen wir dann auch noch. Ja? Jawohl. Ja, was machen wir da heute? Ganz einfach. Wir ziehen unsere Pflanzen hoch. Also wir sind zwar ein bisschen spät dran. Also wir sind jetzt Anfang Mai. Wir sind eigentlich ein bisschen zu spät dran. Aber besser spät als nie. Sozusagen. Wir nehmen da her. Ja, solche Behälter, die haben aus Plastik. Bin ich eigentlich überhaupt nicht der Fan davon. Aber das sind recycelte Schälchen sozusagen. Das ist ein Anhänger dran vom Lavendel. Wir haben da mal Lavendel gekauft und dann haben wir uns diese Schälchen aufgehoben und jetzt den wir es wieder verwenden. Ja, und was pflanzen wir da hinein? Ganz was Besonderes.
Oregano, Dill, Basilikum. Also im speziellen Basilikum ist ein Lichtkeimer, das heißt, braucht voll Licht. Und der Samen wird auch auf die Erde gelegt, also nicht irgendwie eingraben, also eingegraben, eingraben sagt man bei uns. Das heißt, obendrauf, und der keimt halt dann aus. Und das Ganze stelle ich meistens bei uns hier in meiner Werkstatt auf. Und wir bauen heute ganz was Besonderes. Also ist wirklich, das probiere ich das erste Mal in dem Jahr. Und zwar habe ich da ein Paket bekommen von der Chilifee. Also könnt ihr ruhig mal reinschauen. Chilifee.de. Die hat wirklich super Samen und alles Mögliche, also brutale Exoten. Und das Päckchen machen wir jetzt mal auf und schauen wir mal, welcher Samen da drinnen ist. Und den Samen, den werden wir heuer das erste Mal probieren. Ja, wir haben, wie gesagt, total coole Samen bekommen, und zwar einmal hier Mini-Wassermelone, also das ist ein Mini-Love, so nennt sich die Marke. Wassermelone, probieren wir das erste Mal heuer, total gespannt. Dann Okra, auch noch nie probiert, total Exot. Und dann ganz was Besonderes, und zwar Tabak. Also das werde ich mal probieren das Jahr, einmal Virginia Gold. Schauen wir mal, ein bisschen erkundigt. Ist eigentlich eine Tabaksorte, wo in Deutschland relativ gut wachsen soll. Also wird auch, ich glaube im Rheinland oder so, wirklich gibt es noch Tabakbauern, die wo das anbauen. Virginia Gold soll super funktionieren. Und dann echter Havanna für Havanna Zigarre habe ich auch Samen da. Ja, die werden wir jetzt mal in solche Anzuchttöpfchen reinpflanzen in zwei, und dann schauen wir immer mal, ob da was kommt, ob da was aufgeht. Mal Experiment, schauen wir mal, ob es was wird. Ja, Chilifee, wirklich gut gemacht. Anzuchtanleitung tatsächlich dabei, also für die Tabak. Ja, normalerweise macht man die Aussaat Ende März, aber wir sind jetzt Anfang Mai, also wahrscheinlich am letzten Drücker. Aber mal probieren wir mal. Keimzeit 1 bis 2 Wochen, also muss man immer feucht halten, dann keimt er relativ schnell innerhalb einer Woche. Genau, Lichtkeimer, klar, habe ich schon gesagt. Standort, Temperatur unter 15 Grad sollte nicht sein, also sonnig, und gute Temperaturen, also normal eigentlich. Pflege, man sollte immer den Boden, ja, der soll durchlüftet sein und ja, nass und so weiter. Und Ernte, bereits nach wenigen Wochen nach dem Aussetzen soll man es ins Freie tun, dann werden es bis zu 1,60 m groß. Und dann kann man dann nach ein paar Monaten schon die erste Zigarren rauchen. Dann schauen wir mal, ob das verspricht, was da drin steht. Erst einmal, wenn wir so sagen. Brauchen wir natürlich auch ein Wasser. Ne? Wasser ist wichtig, sonst keimt nichts in unserer Quelle. Ja, die läuft Tag und Nacht, Sommer wie Winter, läuft da frisches Wasser aus, ja? Aus dem Boden. Einwandfrei. Werden wir jetzt einmal ein Gießkannel voll mitnehmen. Da ist der Fuß drin. Jawohl. Jetzt ist in den Sachsen rein. Ja, gut, zack. Kalt. Birnbaum, 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 Birnbaum bei uns. So, jetzt nochmal in Schnelldurchlauf. Was haben wir da gepflanzt? Da mal Estragon, Basilikum, Dill, ja, Basilikum, Lichtkeimer drum heraus. Unbedingt außer da ans Licht, an die Sonne. Oregano, Blumenkohl, Brokkoli. Wassermelone,
Okra, Blumenkohl, Brokkoli und dann unser Tabak. Haben wir den Havanna für die echte Havanna-Zigarren, ne? Und der Virginia Gold. Zwei Tabaksorten, schauen wir mal, wie die werden. Auch Lichtkeimer, also das heißt so viel Licht wie möglich. Ich habe mir jetzt schon gedacht, die stößt ein bisschen schief, schräg, dass die in der Früh mehr von Osten her eine Sonne kriegen. Aber ich glaube, das passt schon. Und dann doch kriegen sie genug Licht jetzt noch. Habe ich rausgefahren mit dem Schubkorn und in der Nacht fallen wieder rein. Jawohl, dann schauen wir mal weiter. Ja, was haben wir denn da? Genau, das ist unser Gemüsebettel. Also Gemüsebeet sozusagen. Ja, da hinten, wo man da sieht, da ist Abteilung. In dem Bereich haben wir Kartoffeln, Erdäpfel. Also Erdäpfel, Kartoffeln angebaut. Dann haben wir da unterteilt in den ganzen Sektionen. Haben wir unterschiedliche Gemüsesorten. Ja, alles Mögliche halt. Rana zum Beispiel. Rana, gute Frage. Übersetzung, Deutsch, Bayerisch, Deutsch. Schreibt es bitte mal unten rein. Schreibt es mir bitte mal unten in die Kommentare rein. Rana auf Deutsch, Bayerisch, Rana zum Beispiel. Und so weiter und so fort. Ja, so haben wir das vor. Sozusagen, wenn wir alles abgeerntet haben. Das Ganze mit einem Zug, mit einem Bulldach und einem Grupper durcharbeiten können. Also das heißt nichts mehr per Hand, sondern wir arbeiten von hinten her mit dem Grupper, mit dem Bulldach nach vorn, dass man auf einen Sitz alles umgraben. Und dann ist alles praktisch umgearbeitet. Ein Mais. Was ist denn das für ein Mais? Zuckermais. Zuckermais, ja genau, Zuckermais haben wir da. Ja, schaut recht stämmig aus. Haben wir auch mit einem ganz normalen Samen, also ein kleines Korn gesät und so schaut das jetzt aus. Nach wie viel Monat? Zwei. Nach ungefähr zwei Monaten. Ja, immer frei. Und da haben wir einen Lauch. Ein Lauch, so schaut der aus. Ja, wird noch größer. Ja, was wir jetzt vorher noch gemacht haben, das ist in Lauch pikiert. Und zwar ist das so, dass wir in einem Anzuchtschälchen die Samen vom Lauch aussahen, dann wird dieser direkte Batzen, also ein Flaum, Lauch geht da auf und sobald er dann aufgegangen ist, ein paar Wochen, ein paar Monate, kommt er dann wieder pikiert, also wird auseinandergezogen, die einzelnen Triebe, und werden dann aufs Feld gesät. Das haben wir jetzt wieder gemacht, das heißt, wir haben da Löcher gemacht und haben die einzelnen Triebe, also hier, wir dehnen aber zwei Triebe in ein Loch rein, falls einer nichts wert, dass der andere da ist als Backup sozusagen. Genau. Den wir auseinanderzupfen, einpflanzen, weit runter pflanzen, also lieber weiter rein, wie weiter heraus, also weit tief rein, dann wird er wuchtiger, dann wird er stammiger, sagen wir. Dann wird der Lauch einfach kräftiger. Ne? Von dem her haben wir das jetzt gemacht. Am Kartoffelfeld, das ist unser Kartoffelfeld, und außenrum, weil wir da ein bisschen einen Lauch haben, schaut optisch nicht schlecht aus und vertrocknet sich gern und gut der Lauch mit den Kartoffeln. Was wir da noch gemacht haben, ist da hinten, da haben wir ein bisschen Zuckermais, den Zuckermais eben ausgesagt, den haben wir auch in Anzuchtschälchen hochgezogen und jetzt pikiert und auch aufs Feld ausgebracht und eingepflanzt. Ja, und den schauen wir uns jetzt einmal an, wie der ausschaut. Ja, so schaut der aus. Den haben wir praktisch aus den Schälchen, wie vorher gezeigt, raus und dann einfach da eingepflanzt. Dann schauen wir mal, wie sich der da so macht an der Stelle. So, jetzt mal ein bisschen durchgestrüppt durch. Und zwar da her, da haben wir auch was ganz Besonderes gemacht. Und zwar nehmen wir auch bloß einen biologischen Dünger her. Ja, da haben wir so ein ganz altes Fassel. Da haben wir eine Brennnessel drin mit Wasser. Ja, haben wir aber wieder unter Wasser drücken. Ne? Sauber unter das Wasser reindrücken. Dass sie unter Wasser sind. Man sieht schon, dass sie die Brei
relativ dunkel gefärbt. Also, da entsteht eine sogenannte Brennnesseljauche. Also das ist dann brutal gut fürs Düngen. Ja, das muss man mehrere Wochen so drin lassen. Am besten ja ein bisschen abdecken und normal Ringwasser drauf aufgießen. Und dann wird das 1 zu 10 verdünnt. Also halt über den Daumen drüber ungefähr verdünnen mit Wasser und dann kann man das aufs Feld ausbringen. So düngen wir unsere ganzen Felder vom Gemüse, also rein biologisch. Das taugt uns brutal. Ja, nicht auch. Ja, endlich ja doch wieder vorbei. Wieder viel geschafft. Einiges auspflanzt. Wie gesagt, bei uns am Hof passiert so einiges. Kann man so einiges machen. Jawohl, ich bedanke mich wieder fürs Zugucken. Schauen wir mal, was nächste Woche wieder so an Arbeiten anstehen. Auf dem Hof gibt es immer viel zum tun. Und interessante Sachen warten jede Woche auf mich. Jawohl, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, abonniert gerne den Kanal und bewertet die Videos positiv, weil dann kriegt ihr die nächsten auch vorgeschlagen. In diesem Sinne, bleibt alle miteinander gesund. Haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Sagt euer Raff vom Kromhof. Jawohl. Aber direkt.